Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch die Addition und Subtraktion von Brüchen. Jetzt habe ich hier mal zwei Aufgaben gemacht. Einmal mit einer Addition, einmal mit einer Subtraktion. Bei beiden Rechenaufgaben müsst ihr auf ein sehr, sehr wichtiges Detail achten. Und zwar müssen die Nenner in einer einzelnen Aufgabe immer gleich sein. Ich halte mal eine Aufgabe zu, damit ihr euch das gut vorstellen könnt und nicht die andere Aufgabe im Weg ist. Schauen wir uns einfach mal nur diese Aufgabe an. Wir sehen hier einmal einen Zähler und einen Nenner. Zähler sind immer die überhalb des Bruchstriches stehen und Nenner, die da drunter stehen. Also bei diesem Fall sind die Nenner 9 und die Zähler einmal 4 und 3. Wenn die Nenner von den beiden Brüchen gleich sind, dann könnt ihr addieren und subtrahieren. In diesem Fall ist das also so. Und jetzt müsst ihr einfach nur 4 plus 3 rechnen, das sind 7. Und wenn die gleich sind, dann übernehmt ihr das einfach. Also die 9 bleibt auf jeden Fall stehen. Ihr dürft jetzt nicht 9 plus 9 rechnen. Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Die 9 wird einfach übernommen. So, kommen wir nun zur Subtraktionsaufgabe. Und hier haben wir einmal 4 minus 3. Das sind 1. Und auch bei der Subtraktionsaufgabe bleibt die 9 stehen. Und man kann nur das rechnen, wenn auch die beiden Nenner gleich sind. Also schreibe ich jetzt hier 9 hin. Und das war's. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert doch diesen Kanal, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Tschüss, Leute. Wenn ihr auch mit hilfreichen Videos Geld verdienen wollt, dann schaut mal bei Clipfit vorbei. Der Link steht natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Tschüss, Leute.